Bei der Maschine sind folgende Zubehörteile dabei. Einmal der Anschlag oder die Auflagefläche für den Tellerschleifer, den man hier einstellen kann. Dann hat man hier einen Anschlag, den man hier reinschieben kann, um den Winkelgrad zu verstellen. Dieses Teil, was hier oben rangeschraubt wird. Innensechskantschlüssel. Ein zusätzliches Ersatz. Ja, Tellerschleifblatt und die Anladung natürlich. So, hier kann man noch mal die Halterung sehen von dem Auflagetisch. Wenn man sich das genau betrachtet, sieht man, dass hier an dem Rundrohr eine abgeplattete Seite ist, die, wenn man das jetzt hier reinschiebt, praktisch den Teller genau auf 0 Grad setzt. Hier kann man jetzt praktisch den Anschlag für das Schleifband anmachen. Zwei Schrauben, zwei Innensechskantschrauben, die man dann mit dem beigefügten Sechskantschlüssel festziehen kann. Beim Festschrauben des Anschlags muss man darauf achten, dass es hoch genug eingestellt ist. Das heißt, dass hier unten noch etwas Luft ist und das Band sich frei bewegen kann. Um die beigefügte Schleifscheibe zu befestigen, ist es notwendig, dass diese beiden Schrauben vorher demontiert werden. Praktisch ist hier dieser Klettverschluss, an dem die Scheibe gleich heftet. Jetzt wieder den Auflagetisch festgemacht. Und es kann losgehen. Eine schöne Sache bei dieser Maschine ist auch die Möglichkeit, eine Absauganlage anzubauen. Dazu ist auf der einen Seite von der Maschine dieser Stutzen angebracht. Und der passt natürlich auch, wie es gewohnt ist bei Scheppach, hundertprozentig hier drauf. Um die Fläche zu schleifen, nehme ich oben dieses Band, habe mal auf diesem kleinen Stück Meranti ein bisschen Bleistiftstrich drauf gemacht und schalte jetzt das Gerät einfach mal ein. Als nächstes werde ich die Kanten brechen bei dem Teil. Das mache ich mit diesem Auflageteller. Mit der Maschine kann man auch hochkant arbeiten, indem man den Auflagetisch einfach um 90 Grad kippt. Diese Abdeckung hier lösen. Dreht die Maschine dann zu sich hin. Macht den Spannhebel hier los und kann das Band dann vorne wegziehen. Macht man ein neues Band drauf, umgekehrter Weg. Darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass die Pfeile in diese Laufrichtung zeigen. Legt es hier wieder über die beiden Rollen rüber. Schiebt das erstmal mittig auf den Teller. Spannhaken wieder zu. Dreht die ganze Sache um. Dreht die Schrauben wieder fest. Maschine wieder zu sich her.
macht dann die Maschine an und stellt an diesem Verstellhebel die Laufrichtung oder die Lage des Schleifbands auf den Teller ein.